An Tagen wie diesen kommt Ernst Hermann Meyer mit Bauchschmerzen auf seine Weide. Tochter Annette geht es ähnlich. Zum Hof der Familie im schwäbischen Balingen gehören 260 Rinder. Zwei von ihnen werden jede Woche geschlachtet. Vater und Tochter prüfen, ob alle Tiere gesund sind und die Kälber genug Milch bekommen. Und sie suchen das Tier aus, das heute sterben muss. Wir müssen leider immer wieder Tiere töten. Das ist traurig, aber es ist schwer. Und ich finde, das ist auch eine schwere Sache. Und das ist eine heilige Sache. Was wie gesagt, wir können das System dieses Planeten nicht ändern. Und das ist fressen und gefressen werden. Da hilft alles nichts. Wenn Ernst Hermann Meyer ein ganz normaler Rinderzüchter wäre, dann würde er seine Tiere verladen und zum nächsten Schlachthof transportieren. Zumal er gesetzlich dazu verpflichtet ist. Aber Ernst Hermann Meyer weigert sich, seine Tiere zum Schlachten zu fahren. Er will sie vor Angst und Panik bewahren. Meyer erschießt jedes Tier direkt auf der Weide und zieht es mit der Seilwinde in die mobile Schlachtbox, wie er seine Eigenkreation nennt. In der Box wird das Tier mit einem Messer geschlachtet und kann ausbluten. Aber ich kann Ihnen eins sagen. Jedes Tier, das bei uns geschlachtet wird, hat weniger Stress, wie wenn Sie Ihre Katze zum Tierarzt zum Einschläfern bringen. Das ist auch Fakt. Ganz bestimmt. Aber Spaß ist keiner. 13 Jahre lang hat Ernst Hermann Meyer vor Gericht um eine Sondergenehmigung für seine Schlachtmethode gekämpft. Die Behörden verweisen auf die Tierschutzschlachtverordnung, den Schlachthofbenutzungszwang, die Fleischhygieneverordnung und das Abfallbeseitigungsgesetz. Der Verwaltungsgerichtshof gibt dem Biolandwirt im Mai 2001 schließlich recht. Seinen Tieren erspart das die Trennung von der Herde und den Transportstress. Aber es bedeutet auch, das Sterben der Tiere ständig vor Augen zu haben. Das, was sonst im Schlachthof passiert. Auch für Tochter Annette ist das nicht selbstverständlich. Ja, also ich esse mit Genuss und sehr gern unser eigenes Fleisch. Sonst bin ich eigentlich, muss ich gestehen, fast eine Vegetarierin. Also für mich ist es schwierig oder auch manchmal traurig, bis das Tier tot ist. Und danach habe ich eigentlich keine Probleme mehr damit. Ein Kilo Bio-Rindfleisch kostet bei den Meyers im Schnitt 40 Euro. Die Nachfrage ist trotzdem so groß, dass sie manchmal nicht genug liefern können. Für die Behörden zählt das nicht. Immer wieder versuchen das lokale Veterinäramt und das baden-württembergische Landwirtschaftsministerium, die Schlachtmethode der Meyers zu verhindern. Zuletzt 2009. Eine neue EU-Fleischhygieneverordnung sieht vor, dass nur noch lebende Tiere in Schlachtbetrieben angenommen werden dürfen. Das Schlachten auf der Weide sei also doch nicht möglich, so die Beamten. Wieder gibt es lange Auseinandersetzungen. Ein großes Problem ist einfach auch, dass man irgendwann vergessen hat, dass es Mitgeschöpfe sind, also dass es Lebewesen sind. Man hat dann so getan, als ob es Produktionsfaktoren sind oder Einheiten. Also das kriegt man ja auch so gelernt, dass man zum Beispiel, hatte ich in der Ausbildung, ging es darum, dass man gleichmäßige Tierstapel produziert. Also das muss man sich mal vorstellen. Wenn sie geschlachtet sind, dann kann man von Ware sprechen. Habe ich gar kein Problem damit. Aber solange die noch leben, ist keine Rohware. Als Ernst Hermann Meyer den Hof 1965 von seinem Vater übernahm, ahnte er nicht, was einmal auf ihn zukommen würde. Und auch nicht, dass er einmal zum Vorreiter und zur Symbolfigur einer artgerechten Nutztierhaltung werden sollte. Sein Verein Uria e.V. hat heute rund 1000 Mitglieder und die Zahl der Mitstreiter wächst. Auch wenn die Familie einen hohen Preis bezahlt hat. Tochter Annette war 13, als der Streit mit den Behörden begann. Das war natürlich schon nicht einfach, also für die ganze Familie nicht einfach. Das war im Prinzip eine dauerhafte Ausnahmesituation, weil es ja eigentlich eine ständige Existenzbedrohung war. Und der Streit mit den Behörden geht jetzt in die nächste Runde. Normalerweise haben alle Rinder gelbe Ohrmarken,
eine Art Personalausweis, der nach der BSE-Krise eingeführt worden war. Die Tiere der Meyers haben keine Ohrmarken, weil sie an Ästen hängen bleiben und ausreißen könnten. Meyer benutzt stattdessen moderne Mikrochips, die den Tieren schmerzfrei unter die Haut gesetzt werden. Die Ohrmarken liegen im Büro und das verstößt gegen die EU-Vorschrift. Wir versuchen, einen anderen Weg zu gehen, werden aber, weil wir nicht mehr richtig in das System passen oder weil wir vielleicht weitblickender sind oder fortschrittlicher sind, werden wir abgestraft. Und das ist manchmal schwer auszuhalten. Die EU könnte nun ihre Fördermittel zurückfordern. Und das wäre der Ruin. Für Meyer kein Grund aufzugeben. Was wird denn mit den Tieren? Soll ich mich davor stellen und sagen, so, tschüss. Das wäre nur noch gemein und feige. Wenn es keine Einigung mit den Behörden gibt, könnte die Ohrmarkenverordnung der EU diesen Traum von der artgerechten Nutztierhaltung ganz schnell beenden.